Eigentlich wollte er erst Bauingenieur werden. Doch dann, wie es oft im Leben ist, plötzlich kam die Musik. In Weimar studierte Gunther Emmerlich Operngesang und von 1972 bis 1992 gehörte er zum Ensemble der Dresdner Oper. Die DDR-Sendung Schokolade machte ihn zum Star im Osten. Später bekam er einen Bambi, wurde mit dem Bundesverdienstkreuz und dem St. Georgsorden ausgezeichnet. Doch vor allem ist der inzwischen 73-jährige Sänger das eine, ein großer Publikumsliebling. Am 3. November kam er nach Einladung der Sparkasse Mecklenburg-Schwerin nach Hagenow, um dort vor dem begeisterten Publikum über sein Leben und Werk zu erzählen. Das unterhaltsame Programm Die Welt und ich führte von den Kriegsjahren im zerbombten Deutschland über die ersten musikalischen Erfolge bis in die Gegenwart. Eine musikalische Zeitreise, erzählt und gesungen von Gunther Emmerlich. Ich kenne die Sparkasse, wo sie ganz nagelneu war. Ich habe hier schon gesungen Mitte der 2000er Jahre, also zwischen 2000 und 2010 haben wir hier mit der Semper-Hausband ein Konzert gehabt. Für mich ist es also eine alte Sparkasse. Also ich kann mich noch gut erinnern, dass es damals ein wunderbares Konzert war, insofern auch, dass nicht nur wir unser Bestes gegeben haben, sondern der Norden hat bewiesen, dass sie zu Unrecht so beurteilt werden, als hätten sie kein Temperament. Sie waren sehr temperamentvoll. Ja, in der Tat. Es ist so, dass wir hier uns vor mehr als 10 Jahren angesiedelt haben an diesem Platz, an einem historischen Platz, wo ein Kulturhaus vorher stand. Und man sagt auch, dass es dort zumindest ein gesprochenes Wort gab, dass die Sparkasse hier gelegentlich dann auch die eine oder andere Kulturveranstaltung stattfinden lässt. Das findet gerade in diesem Herbst verstärkt statt. Heute Abend haben wir ja den Gunther Emmerlich hier. In Hagenow präsentierte Gunther Emmerlich Best-of seiner über 50-jährigen Musikkarriere. Unter anderem gehörten dazu Hits der Monkees, der Beatles, von Bill Haley, Elvis Presley sowie aus My Fair Lady, der Bettelstudent und Anna Tefka. Wunderbar begleitet von der Dresdner Michael-Fuchs-Band.